So, Kinders, wir sind hier auf dem Weg zum Comstock House in Bioshock Infinite. Und ja, hier auf dem Weg hört es sich so an, als wäre hier so einiges los. Da sehen wir schon mal was. Super Aiming. Wie immer. Waffenautomat, den aktivieren wir uns mal. Kann ja nicht schaden, ne? Wow. Wo kommen die denn her? Maul halten jetzt hier. Oha. Also so mittlerweile ist meine Ausrüstung schon echt geil angepasst, finde ich. Das geht schon ziemlich gut ab. Wir schauen nochmal, ob wir hier unten irgendwas Cooles finden. Verkaufsautomat. Ja, wir haben im Moment gar nicht so viel Padder auf der Hand. Können uns im Moment nichts leisten. Ah, hier sieht es doch aus, als würde es da was geben. Ein Fass. Wieder Obsteimer, aber nichts zum Essen drin. Nein, drei Lockpicks klacken. Nicht möglich. Scheiße. Wäre jetzt schon cool, wenn wir was hätten. Schon dabei. Kommen wir da vielleicht irgendwo an einen besonderen Ort? Ich bin hier unten. Da ist noch... Hä? Ach du Scheiße, bin ich da runtergefallen deswegen, oder wie? Weil ich den Riss hier geöffnet habe. Gehen wir da mal ran. Weißt du, was haben wir denn hier? Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Ja, es ist natürlich schade, dass wir keine Lockpicks jetzt hier auf Lager haben, sonst könnten wir da in die Tür rein. Aber vielleicht finden wir auf dem Weg noch was und dann gehen wir einfach zurück und gucken dann nochmal rein. Geht's hier unten weiter, denke ich? Oder nicht? Auch gut. Geht es da lang? Hier ist es auch ziemlich dunkel. Hier ist auch nichts. Closed. Nee, okay. Dann gehen wir halt den richtigen Weg. Downtown Emporia. Nicht mehr ganz so viel Munition. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Mit welchem Ding? Hallo? Sag mir, mit welchem Ding? Da ist auf jeden Fall das Comstock-Haus. Ich bin gespannt, was uns da drin erwartet. Aber erstmal erkunden wir hier noch ein bisschen den Außenbereich. Diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Lieblingsfarbe Rot. Na, zwei Verkaufsautomaten da hinten, wo wir uns eh nichts holen können. Oder wollen, weil wir ja unser Geld ein bisschen zusammenhalten. Damit wir uns die fetten Upgrades kaufen können. Hier ist doch Comstock House. So. Nein, 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 nein. Du legst da deine Hand jetzt noch nicht rauf. Ich will da noch nicht rein. Ach so. Wir müssen das öffnen. Dann gehen wir mal
nämlich noch hier kurz außen rum und gucken, was wir hier finden. Was könnte denn hier sein? Hier ist nichts. Das Maschinengewehr nehmen wir uns mal mit. Weil für den Karabiner haben wir nicht so viel. Ah, da brauchen wir auch 3 Lockpicks für. Und wir haben keine. So ein Mist. Tragisch, tragisch, tragisch. Memorial Gardens. Ich frage mich gerade wirklich, wo wir hier langkommen. Auf jeden Fall leckt das ganz schön hier. Weil ich die ganze Zeit nachladen muss. Ah! Hier waren wir schon mal. Und dann sind wir dann nicht hier den rechten Weg gegangen, sondern ich glaube, wir sind dann links. Was ist denn hier los? Nee, wir waren hier anscheinend doch noch nicht. Okay, wir waren hier vielleicht doch noch nicht. Das war easy. Wieso leckt das denn hier so? Ist doch auch nicht normal. Hier ist auf jeden Fall offen. Aber auch nichts. Boah! Fuck you. Oh, cool. Danke. Alles verlassen. Ey, wir waren ja jetzt hier schon am Comstock-Haus, aber echt, hier waren wir noch überhaupt nicht. Das ist ja eine ganz andere Gegend hier. Also es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, dass Bioshock kein typisches Schlauchspiel ist. Also man hat hier schon so ein bisschen Möglichkeiten, manchmal selber Entscheidungen zu treffen oder zwischen zwei Wegen zu wählen. Und vorhin in der letzten Folge haben wir uns ja auch für einen anderen Weg entschieden. Und da sind wir halt hier überhaupt nicht lang gelaufen. Und ich glaube, das ist dieser Weg. Ich habe die Zeichen gesehen und ich weiß, was sie bedeuten. Also hier ist ein bisschen kaputt. Aber ich glaube, da hilft auch alles Fegen und Putzen nicht mehr. Da lässt sich nicht mehr viel machen. Immer weiter kämpfen. Aber wo kommen wir denn jetzt hier hin? Sag mal. Hier ist ja alles komplett zerstört. Ich habe wirklich keinen Plan, wo wir hier sind. Ein Fireman! Danke. Da hat er sich wohl von selbst zerstört am Ende. Ein Lockpick haben wir jetzt gefunden. Mal gucken, vielleicht braucht man da hinten nur einen. Auch 3. Scheiße. Wir machen hier, glaube ich, gerade voll den Rundgang. Financial District. Hier ist echt alles zerstört.
Oh, ich dachte gerade, da hängt ein Mensch. Die Gründer werden bluten. The founders will bleed. Was haben wir denn hier? 5 Silver Eagle in der Registrierkasse. Das ist ja auch irgendwie erbärmlich. Oh, noch ein Lockpick. Wo? Da. Wundervoll. Dann können wir gleich nochmal das angucken. Boah. Jetzt haben wir schon 6. Es wird ja immer besser. Hier ist ein Tresor. Dann können wir gleich den Tresor öffnen und noch die Tür, an der wir eben vorbeigegangen sind. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. 181 Silver Eagles. Gib mir. Gib mir. Trophäe verdient. Gaunerhaft. Sehr schön. So. Kamen wir jetzt von da oben, oder? Ich glaube ja, wir kamen von da oben. Dann können wir jetzt nochmal die Tür aufmachen, an der wir eben vorbeigelaufen sind. Aber da waren ja leider auch noch 2 andere Türen, die wir nicht aufmachen konnten. Aber, naja, man kann ja auch nicht alles haben, ne? Das wäre ja dann auch zu einfach. Fertig. So, was haben wir hier? Registrierkasse. Und eine Silver Eagle Tasche. Sehr schön. Oh, was sehe ich da hinten? Eine Infusion. Nehmen wir doch auch mal für unsere Salze. Perfekt. Sehr schön. So, nu aber weiter. Meine Damen und Herren, ein kleiner Rundgang durch das Comstock District. Ich hoffe, Ihnen gefällt, was Sie sehen. Wasserlache. Öllache. Hier waren wir doch schon. Ah, und hier haben wir uns entschieden dann, den linken Weg zu gehen, meine ich. Ach, hier ist die Bank. Hier waren wir auch schon. Ah, jetzt erinnere ich mich so langsam, was hier abging. Es hat sich aber einiges verändert hier. Alles ein bisschen zerstörter. So, sind wir nämlich hier den Weg gegangen in der letzten Folge. Können wir aber gut durchziehen jetzt hier. Was kommt denn da? Ein paar Blätter. Auch noch ein paar Blätter. So. Das Comstock-Haus müsste ja jetzt gleich wieder hier sein. Ja. Jetzt sind wir gleich da. Comstock-Haus-Gate. Hier sehen wir nochmal... Das könnte tatsächlich eine Statue von Elisabeth sein, oder? Auch hier mit dem Schlüssel in der Hand. Ich finde, die Statue kommt dir schon sehr nahe. Ups. Hopp, hopp. Wir wollen vorankommen. Und das ist auf jeden Fall eine Statue von Comstock. So. Und komm mal her, Mäuschen. Stell dich davor. Und dann gehen wir jetzt rein. Die Ranzen, Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten.
Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Finde die Krypta von Lady Comstock. Okidoki. Dann wollen wir mal ein bisschen buddeln, würde ich sagen. Ja, wir hätten das gerade auch ein bisschen kombinieren können. Ich glaube, jetzt haben wir nämlich hier alle Gegner erledigt. Und hier wird nichts großartig Besonderes an Gegnern auf uns zukommen. Ah, vorhin sind wir den anderen Weg auch gelaufen. Vielleicht ist hier noch was Interessantes. Boah, ey, aber dieses Laden, das nervt schon ein bisschen jetzt. Wonach suchen wir? Frage ich mich auch. Öffne ihn. So. Long-Range-Waffe gegen eine Short-Range-Waffe getauscht. Wo ist denn das Grab? Hier sind ein paar Leichen. Aber da... Hier um die Ecke. Und dann runter. Das ist es. Bitte sehr. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk noch mal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Sieht ein bisschen aus wie Schneewittchen, fehlt nur der Apfel. Angesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Ja, dann mach auch. Sarg öffnen. Ich wusste doch, dass hier irgendwas passiert. Was zur Hölle? Hau ab! Ich Elizabeth, alles in Ordnung? Nein, wo ist sie Warte, hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Da ist sie. Besiege den Geist von Lady Comstock. Stirb! Es scheint deine Mutter bringt Tote auf. Nein! Zombies! Oh. Wir verstecken uns mal hier hinter unseren Fallen. Wo ist sie? Munition. Ich glaube, wir müssen hauptsächlich auf sie gehen. Boah, das tut weh. Salze können wir immer gut gebrauchen. Oh, wir haben keine scheiß Munition mehr.
Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Ich bin fast im Arsch. Ich bin fast im Arsch. Ich bin so gut wie im Arsch. Oh mein Gott. Da fehlt nicht mehr viel. Oh, wir haben uns hier ganz gut mit Pfeilen eingedeckt. Boah, fuck you. Gesundheit, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, überall sind hier Zombies. Oder Geister. Oder was auch immer. Tote. Alter. Irgendwo müssen hier doch Medipacks sein. Medizinkits. Geht doch. So. Munition wäre jetzt auch nicht schlecht. Hier sind sie alle. Oh, noch einer. Da ist sie. Ne, da ist sie. Oh, scheiße, 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 scheiße. Medizinkits. Gatling Gun. Wunderbar, das brauchen wir jetzt. Weg damit und... Wo ist sie? Da ist die Mutter. Wir müssen nachladen. Wir haben sie. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Wir haben sie. Mein Gott. Mein Gott. Ist sie die Quelle ja. meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie das? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Wo geht sie denn jetzt hin? Also Leute, wir hatten hier auch gerade die Erklärung. Sie starb, aber sie ist trotzdem am Leben. Von dem Lutess. Schade, dass sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Wir haben hier doch jemanden, der Raum und Zeit verändern kann. Drei Risse müssen wir finden. Stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört. Auf jeden Fall latscht sie hier gerade lang. Ich habe etwas hergeholt. Die Frage ist jetzt, ob sie uns den Weg gerade zeigt. Hier bleibt sie wieder stehen. Wir hätten uns mal noch eins von den Medizinkits gönnen sollen. Jetzt haben wir hier irgendwie gerade gar nichts mehr. Irgendwo muss hier doch ein Riss sein. Drei Stück müssen wir finden. Ja, toll, ein Riss. Frachthaken. Hä? Hä?
Nun ist aber Schluss hier. So, Elizabeth? Kinderspiel. So. Kleine Salzampulle. Ah, da hinten geht's noch weiter. Sieht komisch aus hier. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Probier's doch mal. Booker. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Suche in Lutes Labor, im Fotoladen und in der Bank nach Rissen. Okay. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Madame Lutes? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind... Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Ja, musst du das schon genauer erklären hier, Elisabeth, wenn du mit solchen Sprüchen hier raushaust. Dann gehen wir mal weiter, ne? Wir folgen uns auch die Fußspuren hin. Oder führen. Fotoladen und Bank war das, glaube ich. Delikatessen, nein, nein, nein. Financial District. Na, da waren wir auch schon drin. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall, glaube ich, keinen Riss. Hier waren wir ja schon. Aber wir waren noch in der Bank schon und da soll auch ein Riss sein. Ah, hier führen uns die Fußspuren weiter. So. Wow! Gott! Mein Gott! Alter, habe ich mich erschrocken! Was ist das denn? Was ist das? Alter! Oh mein Gott! Was zur Hölle war das? Sterbt einfach bitte alle. Oh mein Gott, ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ey, ich habe mich gerade so doll erschrocken. Auf einmal standen die Leute, die Viecher hier. Menschen und Vogelmenschen. Oder was auch immer. Jetzt kommen hier auch noch solche an.
Krasse Scheiße, ey. Mich gerade so erschrocken. Ich brauche Gesundheit schnell. Wo ist er? Oh, die kommen ja von überall hier. Da, Waffenautomat. Hopp, hopp. Oh, scheiße. Sind wir auch noch gestorben. Wo sind wir jetzt hier wiedergeboren worden? Müssen, glaube ich, dann auch hier rum. Komm schon raus. Ah, unsere Gatling Gun hat auch wieder ein bisschen Muni. So. Ich glaube, wir sind hier nochmal mit einem bösen Schrecken und einem Tod davon gekommen. Aber ohne Mist, Leute, das war nicht gespielt. Ich habe mich so doll erschrocken eben. Das war schon nicht mehr schön. Aber das Spiel hier hält echt immer Überraschung bereit. Neue Wege. So eine leichten Erschreckmomente. Wow. Jetzt geht's hier wieder ab. Verändert einfach mal die Farbe. So. Wir sind hier jetzt kurz vor dem nächsten Riss in der Bank. Und ja, also ich fand, das war bis jetzt mit eins der geilsten Kapitel in der BioShock Infinite Geschichte. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!